Natürlich ist das Wetter am letzten Tag besser. Es ist keine einzige Wolke am Himmel, zumindest nicht in diese Richtung. Da ist ein paar Wölkchen, aber es ist aber auch ziemlich schwül draußen noch. Deswegen läuft die Linse die ganze Zeit an. Ich klinge auch noch ein bisschen komisch. Zeigen werde ich mich jetzt nicht. Es ist mal gerade 6 Uhr früher morgen. Und ich bin noch total müde, habe mir jetzt gerade Kaffee gemacht. Und der wird jetzt erstmal getrunken. Der müsste besser schmecken als der von gestern. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu einem weiteren Staycation-Vlog, beziehungsweise unsere Staycation ist vorbei. Wir haben gerade ausgecheckt. Mein Mann bringt gerade den Schlüssel zurück. Und da dachte ich mir, nutze ich den Gunst der Stunde und mache ein Intro. Wir werden uns jetzt erstmal einen Kaffee gönnen, und zwar einen guten. Mein Mann kam gerade wieder zurück. Say hi to the vlog, say hi to the people. Ihr kriegt einen Headnut. Okay, wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Pineapple Park. Der steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Okinawa-Liste. Ja, ich bin mal gespannt, was uns dann so erwartet. Ich habe Bilder gesehen, also es scheint ganz lustig zu sein. Let's go! Gefährten da, die da vorbeifahren. Voll cool, ich finde es so lustig. Ich muss schon eben ein paar Mal lachen. Und jetzt laufen wir so ein bisschen rum. Es gibt noch vieles zu besichtigen, noch vieles zu gucken. Das meiste scheint hier drin zu sein. Wir haben jetzt gerade unser Foto abgeholt. Das zeige ich euch später auch. Das ist richtig schön, dass die Claire die Einzige, die eine Maske auf hatte. Wir durften die Masken ausziehen während dem Foto. Genau. Und jetzt laufen wir noch ein bisschen rum. Diese da hängen wohl jetzt schon ein bisschen länger da. Die sehen aus, als sind die schon mal nass geworden. Wir gehen jetzt noch auf Dinosaurier-Tour. Ganz vorbei ist es dann doch noch nicht. Also die Dinosaurier, die schauen wir uns dann jetzt noch an. Die gibt es hier auch noch. Das wurde uns auch... Hier ist auch überall dieses... natürlich hört es jetzt auf. In dem Moment, wo ich das euch zeigen will, hört es auf. War so klar. Aber es ist schön hier, ne Claire? Ja. Ja, Fotospot. Oh, da ist ein kleiner Ananas. Die redet sogar. Konnichiwa. Vergesst nicht zu abonnieren. Und das Däumchen nach oben.
Und die haben ja überall diese Fotospots. Jetzt stehe ich auch jemandem im Weg, deswegen beeile ich mich. Das sind diese Shisha-Dogs. Die haben die auch auf unseren Häusern. Die beschützen die Häuser vor Dämonen. Und die gibt es dann halt hier überall. Einmal auch in Übergröße. Und der kleine Mann da oben ist aus einer Geschichte, einer japanischen Kindergeschichte. Da erzähle ich euch irgendwann andermal mehr darüber, weil ich glaube, die Leute wollten eigentlich Fotos schießen und ich glaube, ich war da gerade so ein bisschen im Weg. Wir gehen dann jetzt noch ein bisschen weiter hier. Der kleine Mann hinter mir, der hat Angst, der hat eben schon geweint, das arme Kind. Lunch lassen wir heute ausfallen. Ich habe mir dann stattdessen hier so eine Pineapple-Tart, so einen kleinen Mini-Kuchen gekauft. Das ist Blätterteig. Mm. Okay. Mm. Mhm. Das ist Krümelig. Mm. Das ist richtig gut. Ein Ananas-Pudding? Das ist ein Pudding mit. Ne? Ja, das ist ein Ananas-Pudding. Oh wow, das ist richtig lecker. Okay, over and out. Ich habe soeben mein Video zu Ende geschnitten und dabei ist mir aufgefallen, ich kann das Ende unmöglich so stehen lassen. Das hat so abrupt aufgehört, weil ich eigentlich einen Vlog draus machen wollte und habe mich dann gar nicht von euch verabschiedet. Ich habe einfach mal gar nichts mehr gefilmt, nachdem ich diesen Pie gegessen habe, der übrigens mega, mega lecker war. Der war so gut. Vor allen Dingen Ananas. Ich meine, man kennt das alles so Apfeltaschen, vielleicht noch Kirsch-Marzipan-Taschen. Aber mit Ananas habe ich das vorher noch nie gegessen. Und das war echt mega. Also wenn ihr mal irgendwo Ananas-Taschen seht, unbedingt ausprobieren. So gut. Und deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, der sich das Video bisher angeschaut hat. Und ich möchte mich auch wirklich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Also wir haben einfach die 500
Abonnentenmarke geknackt. Wirklich heftig, damit hätte ich nie im Leben gerechnet, dass es irgendwann doch noch, ja, dass es einfach mal 500 Leute werden, ja. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, ich sehe euch auf jeden Fall beim nächsten Mal.